1992. Hand aufs Herz. Welcher Junge hat sich damals nicht den Wecker gestellt und stand mitten in der Nacht auf, nur um die Bulls, um die Nummer 23, um Michael Jordan spielen zu sehen? Ich war damals 6 Jahre alt und für mich war klar, ich werde Basketballstar. 5 Jahre später spielte ich im Nationalteam und war in meiner Altersklasse gerade zum zweiten Mal zum besten Spieler des Jahres gekürt worden. Alles erreicht? Nein. Wo geht man hin, um es der Welt zu beweisen? Nach Amerika. Familie, Team, Freunde zu verlassen, war nicht einfach, aber ich hatte ein Ziel. Und ich habe es einfach gemacht. Mit 17 Jahren packte ich meine Sachen und ging nach Chicago, um Basketball zu spielen und um mich mit den Besten der Besten zu messen. Mehrere schwere Verletzungen haben meinen Traum wie Seifenblasen platzen lassen. Wieder daheim stand ich da, ohne Schulabschluss, ohne Job und ohne Geld. Wenig später habe ich Sisi und Franz Verträge verkauft. Ich war immer schon technisch interessiert, aber ehrlich, Festnetzverträge auf der Straße verkaufen? Überzeugt war ich damals nicht wirklich. Aber ich brauchte das Geld. Ich habe es einfach gemacht. Und siehe da, was als Nebenjob begann, wurde schnell zu meiner großen Leidenschaft. Nach dem Basketball. Der Verkauf. Mein Weg führte mich von Tele 2 zu One und schließlich zu Orange. Ganz ehrlich, unzählige gewonnene Sales-Wettbewerbe, zahlreiche aufgestellte Verkaufsrekorde und schließlich die Ernennung zum Senior Sales Representative fühlten sich an, als hätte ich die NBA-Meisterschaft gewonnen. Ja, okay, also fast. Nach 7 erfolgreichen Jahren im Verkauf ging Orange an 3. Gut für sie, aber auch gut für mich. Ich nutzte die Freistellung samt Abfertigung, um meine schulische Ausbildung nachzuholen, neu durchzustarten, mit Matura und vielleicht sogar mit einem Studienabschluss. Schulbank statt gewohntem Erfolg und Geld. Es war Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Ich habe es einfach gemacht. Nach einem Jahr hatte ich die Matura nachgeholt, mit gutem Erfolg. Im Anschluss konnte ich auf meine Erfahrungen bei Orange zurückgreifen. Verkauf, Kommunikation, Kontakt mit Kundinnen und Kunden, Einfühlungsvermögen, Überzeugungsarbeit. Ich entschied mich für das Studium der Kommunikationswissenschaften. Bildete mich auch praktisch weiter, zuerst in der Presseabteilung des Staatsarchivs, später dann als Mitarbeiter und persönlicher Assistent des Bundesgeschäftsführers der damaligen Regierungspartei. Und zuletzt als parlamentarischer Mitarbeiter und Social Media Manager der zweiten Nationalratspräsidentin. Und jetzt? Tja, manche Leidenschaften lassen einen einfach nicht los. Die Leidenschaft für die neueste Technik, die Leidenschaft für den Verkauf und die Leidenschaft zur Zusammenarbeit in einem guten Team. Denn das ist das Wichtigste. Das gilt für mein Basketballteam, für meine Kolleginnen und Kollegen im Parlament und das gilt für meine alten Freunde bei 3. Deshalb bewerbe ich mich bei Ihnen. Thomas Auer, macht's einfach.